Und Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, meine Fraktion ist zutiefst schockiert über die Begründung des Gesetzestextes, aber Herr Curio hat ausdrücklich mit dem Begriff entarteter Pass hier dem Ganzen eine Krönung aufgesetzt. Sie diffamieren damit Millionen von Doppelstaatsbürgerinnen, auch in diesem Parlament. Hier sitzen mehrere Abgeordnete mit doppelter Staatsbürgerschaft, mit Mehrstaatigkeit, stellvertretend für die Realitäten in unserer Migrationsgesellschaft. Das ist absolut inakzeptabel und beschämend. Und meine Damen und Herren, wir erwarten auch von allen Fraktionen, dass wir hier gemeinsam ganz klar die Grenzen aufzeigen und erwarten das auch von dem Präsidium dieses Hohen Hauses. Meine Damen und Herren, zu einer offenen, globalisierten und modernen Gesellschaft gehört eine Politik der Mehrstaatigkeit. Deshalb ist meine Fraktion gegen die Optionspflicht ohne Wenn und Aber. Denn der Optionszwang bedeutet, dass junge Deutsche unter dem Damoklesschwert einer drohenden Ausbürgerung aufwachsen und letzten Endes dazu gezwungen werden, sich für eine Staatsangehörigkeit zu entscheiden. Eine solche Politik wäre sachlich absolut falsch und integrationsfeindlich. Sie würde wieder dazu führen, dass Deutsche anderen Deutschen beweisen müssen, dass sie deutsch genug sind, um Deutsche zu bleiben. Insofern ist diese Optionspflicht absoluter Irrsinn und geht an der Lebenswirklichkeit in Deutschland und im Übrigen auch in diesem Parlament völlig vorbei, meine Damen und Herren. Deutsche haben heutzutage unterschiedlichste Wurzeln. Herr Viktor Perli hat 3 Staatsangehörigkeiten, Herr Ottmar von Holz 2 Staatsangehörigkeiten, namibische Herkunft. Dr. Daniel Bayers, türkischer Herkunft, doppelte Staatsbürgerschaft. Ich sage Ihnen, wer eine Migrationsgesellschaft gestalten möchte, sollte alles daran setzen, dass sich Menschen in unserer freiheitlich und demokratischen Gesellschaft zugehörig fühlen, dass sie Deutsche sein werden und auch bleiben dürfen, meine Damen und Herren. Dass wir hier beraten, das haben die Kolleginnen und Kollegen gesagt, ist nicht nur einfach die Forderung der Wiedereinführung der Optionsregelung. Darüber kann man streitig diskutieren. Das haben wir auch zu Genugtue mit der Union getan. Aber, meine Damen und Herren, es wurde in der Rede deutlich, die Begründung des Gesetzestextes, sie ist wirklich eine Offenbarung für die Fremdenfeindlichkeit dieser Partei hier auf der rechten Seite dieses Hauses. Es wurde bereits gesagt, da ist von Fremdstaaten, fremden Kulturen, die sich zu einer explosiven Mischung verdichten, die Rede. Wer die Tagebücher von Anne Frank gelesen hat, wird merken, dort werden genau dieselben Worte verwendet. Fremdstaatler ist nämlich ein Begriff aus der Judenverfolgung des Nationalsozialismus. Eine Initiative mit einer solchen Sprache und Begründung auf die Tagesordnung des Deutschen Bundestages zu setzen. 2 Tage, nachdem wir hier im Bundestag den Opfern des Nationalsozialismus gedacht haben, das ist beschämend, Herr Gauland. Und nun auch noch ein Wort zur Loyalitätsfrage. Was ist das Maß? Was sind die Kriterien für Loyalität? Sind es diejenigen in Ihrer Partei, die das System abschaffen wollen, die uns den Krieg erklären? Ist es die Kanzlerin, die ihre Leute an den Galgen hängen? Was ist mit denjenigen Ihrer Partei, die Putin huldigen oder von Trump schwärmen? Auf welcher wissenschaftlichen Grundlage beruht eigentlich der Vorwurf, eine Doppelstaatlerin könne gar nicht in demselben Maße dem deutschen Staat gegenüber loyal sein wie ein Deutscher ohne zweite Staatsangehörigkeit? Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Ganz ehrlich, mit dem Bekenntnis zum Grundgesetz sehe ich eher bei manchen Mitgliedern der AfD-Fraktion Nachholbedarf.
nicht bei uns Doppelstaatlerinnen. Liebe AfD, die Hannoversche Allgemeine Zeitung titelte am 29. August letzten Jahres Parallelgesellschaft AfD und trifft es damit auf den Punkt. Nicht Doppelstaatler, Geflüchtete oder weltoffene Menschen sind die Parallelgesellschaft, sondern Sie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächster Redner der Debatte ist der Kollege